Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Ostseeküste. Im Ostseeküste-Krimi. Ich wollte euch das zeigen, guckt euch das an, wie genial das Moped ist. Ich bin fest. Das war nicht gut. Jetzt häng ich richtig fest, ne? Wo häng ich denn jetzt fest? Er ist typischer Svenny, ne? Kaum was an, geht alles in die Hose. Warum gibt es jetzt kein Gas? Bin ich jetzt doof oder was? Jetzt gibt es wieder Gas oder was? Okay. Typischer Svenny, müsst ihr euch nichts bei denken. Müssen ihn wieder auskleppen, einfahren, aber ich wollte euch das zeigen. Das Moped ist ja eigentlich genial, ne? Heiliges Blechli, was ist denn jetzt los, mein Kleiner? Hier, guck mal, da die Lampe ist an der Seite. Siehst du denn? Guck mal. Total genial, oder? Hä? Ist cool, oder? Ja, auch. Sag mal, was ist denn jetzt los? Die ganze Zeit geht's jetzt auf einmal nicht mehr, oder was? Nicht genug Drehzahl? Mann, 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 ey. Jetzt! Schikram ist das, ne? Wenn nicht klappt, dann klappt nicht. Hat sich festgebröckelt. Ja, wollte ich euch zeigen. Deswegen habe ich nochmal angeknipst, ne? Sieht schon genial aus, oder? Sag doch mal ganz ehrlich. Schon genial, wie die das gelöst haben hier. Ja, schon. Schon krass, dass hier hinten Licht dran ist, ne? Cool. Dieses Igel gemacht. Also das hat Joints richtig gut hingekriegt, ne? Das muss man ja auch mal sagen, ne? Da haben die richtig fetten Respekt dafür. Oh, sind gleich durch. Das haben die richtig gut hingekriegt. Das sieht auch so genial aus, ne? Jetzt sehe ich es auch ein Träumchen. Träumchen. Guck mal, und wenn du da hinten anfängst, hast du nämlich hier auch kaum eine Spitze da. Fährst du dann unten dran lang, dann musst du auf der zweiten Bahn, wenn du dann da reinfährst, gehst du dann auf dem Rückweg mit 2 Meter zu spritzen, aber dann läuft's ja. Du musst ja nicht so aufpassen. Im Dunkelberg kannst du ruhig das Gestänge ins Gesicht kloppen, das macht nichts. Kommt da auch wieder Verstand rein. Ne, und das läuft hier. So, wir wollen durch, ne? Ich sehe sie da in den Bohren, ne? Schon Premium, ey. Ey, es ist einfach genial hier auf der Ostseeküste. Noch nichts kaputt, wegen Pflegebereifung, ne? 1246 anschließend läuft, ne? Top Job. Die Scheibe hängt im Frontlader. Ganz warm. Ist immer nicht so schlimm. Dann machen wir die einfach vorne wieder zu. Wir wollen ja nicht, dass hier was kaputt geht. Ne? Siehst du, so einfach geht das. Was strömt hier? So wenig. Das läuft. Das sind schöne Bilder, ganz ehrlich. Richtig schönes Bild. Ich finde das so cool, dass sie nur das Lampen hier und Pflanzenschutzauto haben. Und mal, ja, abends, spät abends oder ganz früh morgens ist der beste Spritzzeitpunkt, ne? Oder in der Nacht. Ist halt so. Morgens hast du weniger Wasseraufwand, ne? Wegen Tau und so. Abends ist, glaube ich, Windstille.
Brauchst du nicht so viel Wasser? Kannst du mit weniger spitzen, ne? Mit wie viel spitzt man heute? 250 Liter pro Hektar? Kommt das hin? An Wasser, ne? Nicht an den Gezicht, wieder so. Und Water. Wir haben früher 400 Liter gebraucht pro Hektar. War auch genau getimt mit unserem Pflanzenschutzalter. 400 Liter. Ihr habt eine 400 Liter Spritze. Die passte genau für einen Hektar. Die meisten Stücke waren natürlich ein bisschen größer als ein Hektar. Da konntest du dann dahinter hin und durchlatschen. Kannst den letzten Unkraut rausziehen, die letzte Melde da. Das Zimmer immer, die letzten vier Reihen. Das Schlimme ist dann ja, dann kriegst du keine Suppe mehr für anrühren, für vier Bohren, also vier Maisrollen. Und das Feld nicht mal 50 Meter lang ist. Kannst du dann hinterher das Unkraut rausziehen, die Melde. Das war nicht mehr schön. Sagen wir, wie es ist, ne? Guck mal, der läuft hier. Da ist kein Unkraut. Da macht CP das. Das ist nicht unsere Fläche. Da könnten wir später. Da müssen wir noch säen. Aber ich glaube, da muss ich auch noch Steine sammeln. Steine habe ich da gesammelt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Dass wir jetzt echt ins Missionsbusiness einsteigen. Pflanzen schützen oder so. Mit dem Ding wieder, wo man es gut. Aber der Drache ist kaputt. Das Gesehen ist kaputt. Echt cooles Moped, ne? Das Radio hat der Lars drauf viel vergessen, ne? Das ist schiebkanal. Ohne Radio. Lieber Lars, hier muss noch ein Radio drauf. Da ist so ein Bassboosterbox hinter, ne? Da, da. Da die Surround, ne? Fettes System. Und hier muss ein Ofenrohr drauf, so ein Edelstahlrohr, so einen halben Meter Durchmesser. Das wäre genial, weißt du, so nach oben. Ja, ich weiß. Da würde ich mich aber drüber freuen. Fettes Ofenrohr dran? Dann weißt du, was du hast? Dann weißt du, was da ist. Ja, mit laut Ordern müssen wir hier ungefähr hin. Alles ist hier. Mann. Guck mal. Kommen gleich schon in die Spitze. Na, Hoppeläschen, wir haben gute Laune. Aber ihr müsst jetzt jemanden 24 Stunden nicht fressen, ne? Ist nicht so gesund jetzt. Ist nicht gut für morgen. Gibt's Witzekacke, was da drüber kommt. Ja. Gehen wir bei den Nachbarn jetzt fressen. Die haben noch keinen Pflanzenschutz gemacht. Nicht, dass du morgen eine Säule hängst, weil du nicht aus dem Gebüsch wieder rauskommst, ne? Wegen braun und flauschig. In dünner Form. Ne, also zack, zack, in den Acker. Muss ja freundlich zu dem Getrehen sein, ne? Ja, ist halt so. Sieh gleich schon durch. Ging ja rucki zucki. Ich dachte, das dauert eine halbe Stunde, ne? Ja, ist nichts. Aber ist ein bisschen langweilig mit GPS, ne? Brauchst du nicht lenken, nix, kannst du in der Gegend rumluschern. Hier ist aber nichts in der Gegend zum Rumluschern, ne, außer Büsche. Der Licht scheint ein bisschen durch die Scheibe. Hyperchen noch? Defekto, defekto. Ist da noch was drin? Der ist fast voll, da geht ja nichts raus. Gut, dass ich nur 2000 Liter gekauft habe. Was wäre das? Oh, nicht viel gewesen. Das ist schon 3 Uhr. Chikram, ich muss noch Matsch mitmachen. Sag mal, Hoppeläschen, nicht jetzt hier heute mehr fressen. Ist nicht gesund. Nee, ist nicht gesund. Kannst du sagen, mit diesem Dünger. So, ich komme da gleich mal rum. Das war jetzt schon mal GPS ausmachen.
passt dann nicht so ganz da. Ne? Dann müssen wir drehen. Oder auch. Nimmst du das dann noch mit? Okay. Laut Adam Riese und Eva Zwerg müssen wir ungefähr hier wieder rein. Na, das läuft ja wieder. Auch hier mit den Spitzen. Ne? Ausläufer oder wie auch immer. Wie das nennen wir. Genau aus dem Grund nämlich punktuelle Spitzen. Ne? Du hast auch keine Vorgassen. Alle wohnen immer Vorgasse, die Vorgasse da und brauchst du gar nicht. Du hast auch keine Winderosion. Kein Bodenabtrag. Ich weiß gar nicht, ist das nicht auch besser für den Wasserhaushalt, weil der Boden nicht so schnell ausdrückt, Micka? Hast mehr Ertrag. Zwiebeln hast du eh. Wenn du so hier durchfährst, hast du automatisch hinter eine Vorgasse drin. Ja, so ist das. Hier kannst du noch die Drillerspuren. Entschuldigung, zählen. Die Saatspuren. Ja, die Drillspuren halt. Du weißt auch, wie die Form ist. Okay. Schön dunkel, ne? Da müssen wir eine Silage von verbringen. Oder drillen, ne? Drin oder Silagebank von der Flasche. Eins von beiden ist auch noch mehr. Wir können nur nicht in 4 haben. Dafür ist noch zu viel zu bauen. So ist nichts vorne. Dafür ist noch zu viel. Komm, wir drehen vor der Pfütze. Ich sag, wir drehen vor der Pfütze. Gucken, ne? Der IAC ist einfach perfekt hierfür. Und die Übersicht nach hinten. Guter Sound. Leider kein Radio. Das ist nicht so schön. Ich bin schon fast hinten drauf. Also, nur auslaufen, ne? Gleich durch, du. El Perfecto, sagt er. El Perfecto. Schick. Schick, schick. Läuft hier, wie geschnitten hoch. Oh, wir sind schon durch. Hey, cool. Nee, nicht ganz. Wir müssen nochmal dran wackeln. So wie es aussieht. Da kommen die letzten drei Krümmel da hinten, die Laster. Ja, ist doch ein fettes Nest, ne? Dazu. Das hat ja gut geklappt, ey. Wie ist die Ausfahrt, ne? So, dann kann CP beim nächsten Mal da eben einmal durchheizen durch Mais. Ich sehe das eh nicht, wird da irre bald. Schon falsch? Nee. Doch, ich bin schon zu weit, ne? Hier ist doch. Nee, ein weiter noch. Verschaltet. Nicht gut. Kein gutes Zeichen.
richtig fit raushauen. Oh, ah, der hat immer Vorteile. Ein Kurs. Vermute ich zweimal. Ja, kannst von mir aus auch weich fahren, ist mir eigentlich egal. Ist ja schon hier vorteilhafter beim Spritzen. Du bist Feld 23, oder? Komm, wir speichern das eben. Kuh speichern, aktivieren. Pflanzenschutz, ne? Meter. Premium. What's klar, das haben wir. Dann machst du das beim nächsten Mal. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Ne? Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.